Hallo, ich bin Jakob. Ich behandle heute in einem Interview das Thema Tierversuche, was ja ein sehr emotional geführtes Thema eben auch ist. Und dafür habe ich mir dann wissenschaftliche Unterstützung gesucht und werde jetzt heute mein Interview führen mit dem Herrn Professor Stefan Stlatt. Der ist der Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie. Und da würde ich Sie einfach mal bitten, sich vielleicht kurz einmal vorzustellen und zu sagen, worum es in Ihrem Forschungsgebiet geht. Das Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie ist ein Forschungszentrum, aber gleichzeitig auch eine Klinik. Zu uns kommen Männer aller Altersklassen, vom jungen bis zum alten Greis, aber die meisten von denen oder gut die Hälfte von denen hat Kinderwunsch. Das heißt, die kommen mit ihrer Partnerin, die Frau geht zum Gynäkologen und zu uns kommen die Männer und wir machen normalerweise eine Ejakulatanalyse, um dann entsprechende Therapie zu beginnen. Primär ist es dabei wichtig, das Ganze physiologisch zu untersuchen und dafür brauchen wir Tiere. Wir fangen mit Molchen an und hören mit Affen auf. Und wir sind die Okay. einzigen und letzten, die noch mit Affen in Nordrhein-Westfalen arbeiten. Wenn es jetzt aber eben um die Fruchtbarkeit des Mannes geht, also des menschlichen Mannes, was für Erkenntnisse bekommen Sie denn dann aus der Beobachtung von Tieren? Also da bekommen wir eine ganze Menge. Spermien sind nun mal hochkonserviert. Der Prozess der Befruchtung ist nun mal auch hochkonserviert. Wir brauchen immer ein Spermium, eine Eizelle. Ohne das geht es noch nicht. Und wir brauchen vor allem Modelle in der Forschung, die natürlich dem Mann sehr ähnlich sind. Und da ähnelt sich der Affe viel, viel mehr als dem Menschen, als die Maus. Und da muss man halt sagen, nehmen wir Modelle, die entsprechend passen. Es gibt Ansätze, bei denen die Maus gut passt, bei denen auch der Hamster gut passt oder die Ratte. Aber es gibt Ansätze, bei denen muss man an den Affen gehen, weil sonst behandelt man Tiere ohne vernünftiges Ergebnis. Wozu macht man Tierversuche? Welche Erkenntnisse versucht man allgemein darüber zu bekommen? Wir brauchen gute Medikamente, wir brauchen toxikologische Untersuchungen für alle Dinge, mit denen wir täglich umgehen oder die wir schlucken. Und dafür muss man Tiere verwenden, auch als Vorschrift in der Entwicklung von Medikamenten. Das machen wir natürlich hier in der Grundlagenforschung nicht oder in der angewandten medizinischen Forschung, sondern das machen Institutionen, die dafür verantwortlich sind. Dann braucht man natürlich Tiere in der Grundlagenforschung. Da geht es dann darum, dass man Modelle schafft, mit denen man bestimmte Krankheitssymptome kopiert. Wenn wir Forschung durchführen, dann müssen wir immer ja begründen am Tier, müssen wir immer begründen, warum wir das tun. Das wird ja extrem stark reglementiert. Und ein Versuch wird nur dann durchzuführen sein, wenn man zeigt, dass sich der Erkenntnisgewinn auch lohnt. Wem gegenüber sind Sie denn da Rechenschaft schuldig? Wir haben tatsächlich sehr viele verschiedene Ebenen. Also zunächst muss man sagen, für einen Tierversuch ist das Landesamt zuständig. Das LANHOF kriegt von uns Anträge, beurteilt die in den Anträgen beschriebenen Erkenntnisgewinne gegenüber dem Leid oder dem Schaden, die sich den Tieren zumuten muss. Und dementsprechend wird dann von der Kommission eingeschaltet und die sagen dann, ob ich dieses Experiment durchführen darf oder ob ich noch Modifikationen vornehmen muss oder ob ich es gar nicht machen darf. Das ist ein ganz normaler Prozess, der eigentlich vom Gesetzgeber europaweit identisch vorgeschrieben ist. Sie setzen sich auch für Tierschutz bei Tierversuchen ein. Wie genau kann man da den Tierschutz gewährleisten? Also zunächst müssen mal die Bedingungen für die Haltung optimiert sein. Das bedeutet eben, dass man maximal reduziert die Tierzahlen, das Leiden maximal reduziert und dass man im Prinzip optimale Erkenntnisgewinn bekommt durch möglichst wenig Tierbehandlung. Wir müssen darauf achten, dass jeder, der am Tier arbeitet, sehr gut ausgebildet ist. Das gilt sowohl für die Tierhaltung als auch für die Durchführung des Versuches. Und darauf achtet auch das LANHOF, beziehungsweise dann die lokale Behörde und sagt, wenn ihr operieren wollt, zum Beispiel an einem Tier, dann braucht ihr vorher eine extra Erlaubnis dafür, die wird überprüft. Das heißt, wir müssen hier ganz klar trennen. Es gibt Tierversuche, bei denen ich Tiere einsetze, denen ich Leiden oder Schäden zufügen muss, um eine Erkenntnis zu gewinnen. Ich kann aber auch Versuche durchführen, die ich einfach nur töte. Tiere, die ich vorher gezüchtet habe, die für diesen Versuch verwendet werden. Und das sind dann per se keine Tierversuche. Was mir vielleicht noch wichtig ist, was man vielleicht noch sagen könnte, wo wir uns auch bemühen, es gibt eine tolle Arbeitsgruppe an der Uni Münster, bei der wir uns viele Gedanken machen, mit einem sehr großen Spektrum von Teilnehmern. Und da geht es darum, dass wir vielleicht mal Wege finden, mit denen Tierversuchsgegner und Tierversuchsbefürworter miteinander ins Gespräch kommen, um die ganze Komplexität noch besser zu verstehen zu lernen und vielleicht auch mal Brücken zu finden. Das war Professor Stefan Schlatt. Ich denke, wir haben einige Erkenntnisse hinzugewonnen. Bis zum nächsten Mal.